Und ich freue mich auf diese Podiumdiskussion schon. Also, los geht's jetzt. Just Recovery Gathering. Also, wir müssen die Hüter der Erde, wir müssen denen zuhören. Also, willkommen bei unserem Just Recovery Panel, Hearing the Guardians of the Earth, also die Hüter oder Wächter der Erde zu hören. Es ist mir ein absolutes Privileg, hier im Gespräch zu sein mit diesen drei unglaublichen Menschen. Ariel Durange ist eine indigene Aktivistin aus der Asperger, also hier ist ein sie kommt aus einem indigenen Stamm in Nordamerika und er ist ein Aktivist, er ist 11 Jahre. Und Noelle Caballona ist eine Aktivistin für entrechtete Frauen in der Pazifikregion. Franziska Ariele Nolin, also es ist eine Riesenehre, hier in einem Gespräch mit euch zu sein, mit jeder Einzelnen von euch und mit jedem Einzelnen von euch. Vielen Dank, dass ihr das alle macht. Ich wollte also ein bisschen mich unterhalten mit euch heute, denn Guardianship, also dies, oder Stewardship, also dass man diese heiligen Dinge, die wir uns ja zu Hause nennen, dass man die behütet und bewacht und dass man sich um sie kümmert. Das ist so viel von dem, was ihr alle macht. Und aktuell gerade besonders ist es so, dass die Menschen und unsere Gemeinschaften und die Plätze, die Orte, die wir schützen möchten, die haben Probleme. Leute wie ihr, Menschen wie ihr sind da draußen und machen die Arbeit des Widerstands. Und sie tun damit die Realität neu gestalten und sie stellen sich auch den Widerstand ein bisschen neu vor immer wieder. Und auch die Arbeit des Ausgleichs, dass wir beides durchleben müssen, diese Klimakrise, aber auch diese Gesundheitskrise. Die Menschen sind müde. Und die Menschen, die haben auch diese gewagte Hoffnung. Und man muss auch hier immer einen klaren Kopf bewahren. Und ich möchte nochmal allen drei von euch danken, dass ihr da seid. Ich möchte diese heiligen Plätze ehren und würdigen, wo wir uns alle einschalten von. Und ich freue mich, dass ihr alle präsent seid bei uns. Und ich spüre auch die Kraft da drin. Und ich hoffe, wir können jede und jeden Einzelnen von euch da abholen und euch da treffen, wo ihr seid. Und dass wir auch verstehen, wie ihr also grundiert seid, wie ihr euch wie auf dem Boden bleibt. Also vielen Dank. Ich habe mich gerade in meiner indigenen Sprache vorgestellt, die heißt Dene in meiner indigenen Sprache und ich komme aus dem Treaty 8-Territorium in Nordalberta im sogenannten Land Kanada. Und ich denke, das ist eine wichtige Frage. Die Frage nämlich, wie die Beziehung mit dem Land stattfindet und wie sie auch die Arbeit vorantreibt und antreibt, die ich persönlich mache. Und ich kann über meine Geschichte sprechen, selbst nur die Einführung meiner Person in meiner eigenen Sprache, selbst das schon und die Anerkennung der Namen unserer Orte ist sehr wichtig. Akabaska Chipewyan, First Nation, der Name, die Kolonialregierung unserem Territorium, unserer Menschen zugewiesen hat, während der Kolonisierung, ist gar nicht der Name von uns. Und wir versuchen, unseren Namen wieder in Besitz zu nehmen. Unser richtiger Name, den kann der Dolmetscher nicht aussprechen, aber das sind die People of the Willow, People of the Land, also die Menschen der Weide, die Menschen des Landes. Und das nimmt Bezug auf die Landschaft, woher die Menschen kommen. Das Peace Agabasca Delta nämlich. Also es ist so, Marschland ist das und Wälder, Boreal, Wälder. Und die letzten Inland-Frischwasserdeltas der Welt sind dazu. Das größte, nicht das letzte, Entschuldigung, das größte Frischwasserdelta der Welt. Und das ist eine wunderschöne Landschaft mit viel Biodiversität. Das wurde anerkannt als UNESCO Weltnaturerbe. Und es ist ein Nationalpark auch. Und das ist ganz robust mit ganz vielen Pflanzen, ganz vielen Vögeln auch. Und Wandervögeln und auch der letzte, der sogenannte Whooping Crane, dieser Kranichvogel, einer der letzten migrierenden Whooping Cranes in der Welt und viele andere Singvögel auch und andere Vögel und auch genetisch einzigartige, frei laufende Bison, also Elche, Karibus, die sind auch natürlich bedroht, Biber, Wölfe und Luchse, wunderschöne
Tiere, wenn wir sagen, People of the Willow, Menschen der Weide, was heißt das also? Die Weide ist unser Zuhause und das Delta ist auch unser Zuhause und da ist auch noch viel mehr Zuhause da, nicht nur wir. Es gibt das so eine Aussage bei indigenen Nationen, die immer wieder in Nordamerika zu finden ist, unter anderem Turtle Island. Also all unsere Beziehungen, oft enden wir unsere Gebete mit den Worten all our relations, all unsere Beziehungen. Und da geht es darum, dass wir alles respektieren, nämlich alles ist Teil unserer Beziehungen, alles gehört zusammen. Und wenn ich daran denke, wie ich aufgewachsen bin, wie ich aufgezogen wurde, ich wurde so aufgezogen, ich wurde so ausgebildet, dass man mir gezeigt hat, dass ich verbunden bin mit dem Wolf und dem Bison und dem Karibu und dem Luchs und der Bisamratte. Und mit den Flüssen war ich verbunden und mit den Sanddünen und mit den Wäldern, die Teil unserer Landschaft sind. Wir sind auch in einer Verbindung mit all den Medikamenten. Und oft gibt es da so eine Medikamentenzuweisung für uns. Und ich habe da so eine ganz starke Geschichte, die finde ich ganz schön, voller Power. Denn wenn du die Welt also ehrst und sie als eine Beziehung siehst, mit der du eine Verbindung hast, anstatt etwas, was du kontrollieren musst und die Ressourcen ausnutzen musst, dann hast du eine intime Beziehung, die dann auch in einer Sprache kulminiert. Man hat mir einen Medizinnamen gegeben, nämlich Pfefferminze. Und diese Pflanze Pfefferminze, die wächst da im Ayahuasca-Delta. Und ich war da 5 Jahre alt, das weiß ich noch. Da wollte ich diese Minzeblätter wirklich pflücken. Bin ich runtergegangen ins Marschland darunter und ich wusste, da wächst das. Nämlich habe ich mich umgeschaut, konnte das aber nicht finden. Bin ich zurückgegangen und habe mir diese Pflanze nochmal angeschaut. Habe gesagt, wie sieht die denn aus? Meine Mutter so sieht die aus. Kann ich nicht finden, habe ich gesagt. Hat sie gesagt, nein, ist da. Ich so, okay, geguckt, gesucht. Ich kann nichts finden, keine Pfefferminze. Und dann hat sie gesagt, hast du mit der Pflanze geredet, hat sie gesagt. Hast du mit der Pfefferminze geredet, habe ich gesagt, nein. Hat sie gesagt, hast du dir eine Gabe angeboten? Dann gibt sie mir ein bisschen Tabak in die Hand und sagt, hier, nimm das und rede mit der Pfefferminze und biete das als Darbietung an, als Opfergabe, als Gabe. Und dann habe ich das gemacht, bin ich hingegangen, habe mich hingesetzt hier ans Ufer und war schon 1 Million Mal da gewesen zuvor und habe einfach die Augen zugemacht und habe angefangen, mit der Pfefferminzpflanze zu reden. Habe gesagt, ich bin da, wo bist du, ich respektiere dich. Dann habe ich meine kleine Gabe angeboten, habe gebetet, habe dann am Ende gesagt, alle meine Beziehungen, diese Worte am Ende des Gebets. Und dann habe ich die Augen aufgemacht, man kann es nicht glauben. Ich saß die ganze Zeit in einer kleinen Ansammlung von Pfefferminzpflanzen, habe ich nicht gemerkt, bis ich mit dieser Pflanze geredet habe. Und das ist ein Beispiel, wie die Beziehungen mit der natürlichen Welt nicht einfach nur was Mythisches sind, eine magische Sache oder so, sondern die sind greifbar, die sind echt, die erlauben es uns zu sehen, wie die lebende Welt aussieht, und zwar in einer ganz anderen Art und Weise. Wenn man also nicht verbunden ist mit diesen Orten, dann sieht man die als etwas, das nicht Teil von dir ist, was potenziell vielleicht ein Objekt ist, etwas, was du kontrollieren musst oder in Besitz nehmen musst oder dominieren musst. Und das gab es mit der Kolonisation, dieser Wunsch der Menschheit, die Macht zu übernehmen, die Natur zu beherrschen. Das war ein solches Konzept in unserer Familie, das verstehen die Leute gar nicht. Kolonisierung, Kolonisation, das ist nicht einfach vor ganz langer Zeit passiert. Die Verträge in meinem Territorium wurden im Jahr 1899 unterschrieben. Mein Großvater, nicht mein ganz alter Vorfahre, nein, mein Großvater, mit dem ich aufgewachsen bin, der konnte kein Wort Englisch, der hat nur Dene gesprochen. Mein Großvater, also der war ein Kind, als diese Verträge in meinem Territorium unterschrieben wurden. Und das ist ein sehr wichtiger Kontext, den man auch verstehen muss. Das sind keine lange zurückliegenden Erinnerungen. Das sind die gelebten Erfahrungen unserer Menschen. Wir sind immer noch in einem Prozess der Kolonisierung. Und dabei wird versucht, dass wir weiter entfernt werden von diesen Landschaften, die uns ernährt haben, die uns begleitet haben, die uns Medizin gegeben haben, die uns beigebracht haben, wie die Sprachen des Landes sind und der Flusssysteme und des Luftes und die Ökosysteme um uns herum. Wir haben Pflanzensystem, wir haben hier, wir benennen alles nach den Tieren in unserem Territorium. Und es ist ganz wichtig für unsere Leute, diese Dinge zu schützen, aufgrund der Sprache, die die Kolonisatoren nicht verstehen, die Leute, die uns besiedelt haben. Die verstehen das nicht, die hören nicht die Worte der Pfefferminze, die hören nicht die Worte des Karibu. Und in meinem Territorium sind wir fast schon überladen mit dieser Expansion der Alberta Oil Sands, der Ölsande da, eines der größten Ölprojekte, wo das allerschmutzigste fossile Brennstoff hier gefördert wird, also wo diese wunderschöne Landschaft bedroht wird, die meine Großeltern ernährt haben, meine Eltern, meine Großgroßeltern und so weiter und so fort in die Vergangenheit.
Und mein Häuptling hat mal gesagt, wenn die das Delta zerstören, wer sind wir denn dann? Wer sind wir, wenn es kein Athabasca-Delta mehr gibt? Wer sind wir, wenn es diese Orte nicht mehr gibt, die sehr schwer auszusprechen sind für den Dolmetscher? Aber wo wir herkommen, ist intrinsisch ein Teil unserer Identität, bis hinein in den Kern. Und das nehmen wir auch mit zwischen den Generationen. Und das geht in die Bluterinnerung rein, diese Sprachen, diese Lieder und die Erinnerung an das Land. Und wir tun unsere Verantwortung weiter umsetzen, um für die zu sprechen, die nicht sprechen können. Das gefällt mir sehr gut. Ich liebe das. Hallo zusammen. Es ist wirklich eine wunderbare Sitzung, an der man teilnehmen kann hier. Also sehr schön, dass ich hier bin. Also ich möchte sagen, wer ich bin und wo ich herkomme. Eine ganz unmöglich auszusprechende Ort ist das, aber der Südzipfel der Inselgruppen von Fiji. Also die Inseln von Fiji. Meine Mutter ist von den Kolonisationsleuten aus Australien, also aus Europa im Endeffekt abstammend. Also habe ich mich ergossen, habe aufgesaugt, die Kämpfe der Dekolonisation habe ich miterlebt, in diesem Körper, ich selbst. Aber ich bin in beiden, aufgewachsen, in Fiji bis zum Alter von 16, 17 Jahren. Und dann wurde ich gebracht nach Australien und habe dann da versucht, rauszufinden, wo mein Platz ist, dort an diesem Ort. Und was meine Beziehung ist mit den indigenen Menschen dort, mit den Migranten dort, was ist die Erfahrung dieser Verdrängung, dieser Dislokation und dann auch diese Heimkehr, das Gefühl der Heimkehr und dann diese Wiederentdeckung der Heimat zu einem anderen Punkt im Leben. Eine andere schöne Sache ist, ich weiß nicht, also ich denke, ich bin sowohl Teil dieser Kakophonie, die wir da erzeugen, aber auch der Musik dieses Systems. Und wir machen das, wir erzeugen diese Musik. Und für mich, ich denke, das kommt von einem frühen Verständnis, dass es da so viele Leute gibt, die Ungerechtigkeit erfahren haben, sodass ich also ein bisschen unruhig wurde erstmal und dann aber neugierig. Und dann habe ich versucht herauszufinden, wo ist mein Platz bei der Arbeit an diesen Themen mit der Gerechtigkeit, der Gleichheit, der Befreiung. Wir hören diese Worte oft, aber wir versuchen auch ein bisschen Sinn denen zu verleihen oder sie zu verstehen. Und Teil des Ganzen jetzt, wo ich 53 Jahre alt bin, für mich ist also jetzt, dass ich versuche, beides zu machen. Die Arbeit, die wir machen müssen in diesen Communities, aufgrund da, wo wir gerade sind, aber auch ein spezifisches Bedürfnis, das ich versuche zu erfüllen für mich selbst und mit meiner Kollektive und mit meinen Communities, nämlich einen Bedarf an auch an Ausruhen, ein bisschen innehalten, pausieren. Das brauchen wir nicht nur für unsere Körper, sondern wir brauchen das auch so, dass wir ein bisschen besser zuhören können und tiefer zuhören können und wirklich auch entscheiden können, unterscheiden können, was notwendig ist, was zu machen ist. Denn das Reparieren der Ökosphäre und diese wunderbare Unterstützung für uns und andere Spezien auf diesem unglaublichen Planeten. Wir machen das kaputt irgendwie oder da ist zu viel, das sind zu viele Hintergrundgeräusche. Ja, wir reden von diesen Hütern oder den Wächtern, das sind wir ja, aber es sind auch die Bienen und die Frösche, die Insekten, die Mikroben und wirklich, also Antibiotika, ehrlich, also all diese Dinge sagen uns ganz klar und ganz, ganz stark und ganz deutlich, dass wir so viele Systeme abtöten. Die Bienen verlassen ihr Zuhause, die Vögel fallen vom Himmel, die Wale findet man am Strand, diese unglaublichen Boote, Schiffe, die wir rausschicken auf den Ozean und was die alles rausfinden. Also all diese Dinge auf dem ganzen Planeten und auch die Kinder zeigen uns auch die Effekte auf ihre Körper, auf ihre Energie. Wir versuchen also weiter diese Stimmen ruhig zu stellen mit Medikamenten, mit allen möglichen Sachen, mit Alternativsystemen. Viel als Menschen versuchen wir immer, das Problem zu korrigieren, zu reparieren. Aber diese Stimmen werden immer lauter, die sprechen weiter und die sagen uns, dass das System verändert werden muss, dass sich das System verändert, aber nicht so, wie wir das haben möchten. Frauen, Non-Gender, Binary People und braune Menschen, all die Leute, die sagen uns, sie sind erschöpft. Diese falschen Systeme wie der Patriarchalismus
Imperialism. Also diese Pflege, die gemacht wird, aber nicht bezahlt wird auf der Gemeindeebene. Frauen verrichten viele Arbeit. Das zehrt an unseren Körpern. Wir müssen das zerstören und wieder aufbauen. Wir müssen herausfinden, was steckt dahinter, also um das nochmal zu sagen, und was wir mitnehmen und wie wir die Stärke, wie wir stark bleiben für diese Veränderung. Denn diese Systeme sind tief und lang. Die Ungerechtigkeit geht tief. Und genau wie diese wunderschönen lebensbasierten Systeme, die wir kennen, also die sind auch so stark verankert. Und ich spreche immer viel über persönliches Organizing, aber bei diesen Feministenbewegungen hier im Süden hören wir das immer öfter. Die Leute versuchen, diese verschiedenen Arbeitsformen auch zu verstehen. Und oft sieht man hier, dass die Arbeit gemacht wird, also diese harte körperliche Arbeit. Aber oft sieht man gar nicht, welche Vorschläge wir auch machen, dass es Alternativen gibt, die es schon immer gab, die wir nutzen können und die wir auch wieder neu konfigurieren können. Wir versuchen also, uns wieder zu erholen von diesem Imperialismus, von Extraktivismus und all diese Dinge, diese Zerstörung, die wir verursacht haben durch Atomkraft, durch Atomwaffen. Also das Patriarchat ist manifestiert in vielen Arten und Weisen. Also müssen wir gucken, dass wir da was machen dagegen. Also die Priorität für die Menschheit in diesen Jahrhunderten und in diesen Zeiten mit der Klimakrise, mit der Umweltkrise und der Krise des Verlusts der Diversität ist also etwas, was wir gerade erleben, was uns widerfährt. Und wir sollten uns also auf die Umwelt konzentrieren, als Kinder, als Bürger, aber hauptsächlich für die Umwelt selber. Es ist nämlich die Umwelt, die uns inspiriert und motiviert, beziehungsweise mich auch inspiriert und motiviert. Und dafür sorgt, dass ich das Leben führe, das ich führe. Denn wenn man sich auf die Umwelt konzentriert, dann lebt man und wächst. Und das mache ich schon seit dem Alter von 2 Jahren in dieser wunderschönen Umwelt, in dieser wunderschönen Umgebung, umgeben von Bächen, von Bergen, von Vögeln, aber auch von Enten und Ziegen und Hühnern. Wie sonst sollte die Welt sein? Also ich glaube, dass die Umwelt etwas ist, was einen inspiriert, was sich reinzieht in seinen Bann. Und das tun unsere Umgebungen, stimmt's? Also wenn ich in einer normalen Stadt aufwachsen würde mit sichtbarer Luftverschmutzung, mit Laute, wo es laut ist, also wie in unserer Hauptstadt hier zum Beispiel. Also ich wurde ja geboren in Bogota, aber ich lebe in Villeta, in Kolumbien, in einer sehr wunderschönen Region insgesamt. Da haben wir die zweitgrößte Biodiversität. Wir sind das eines der Länder mit der größten Biodiversität, der zweitgrößten Biodiversität in der Welt. Also vielen Dank dafür, das weiß ich zu schätzen, für diese Beiträge. Also nur im Kontext von all dem, was wir gerade gehört haben. Francisco, der gerade gesprochen hat darüber, wie wichtig es ist, um zu wissen, wer wir sind, müssen wir wissen, wo wir herkommen und auch wo wir hingehören. Ariel hat darüber gesprochen, wie wir im Dialog sein müssen mit der natürlichen Welt, dass wir da nicht extraktiv vorgehen. Und Noel hat über viele Dinge gesprochen, zum Beispiel diese Idee zuzuhören, verschiedenen Stimmen auch anzuhören, zu gucken, wie unsere Körper erschöpft sind und wie es darum geht, dass wir was zerstören und dann wieder aufbauen. Also beides. Runter und wieder hoch. Und im Kontext der Erholung, der Recovery von der Klimakrise, von der Gesundheitskrise, wie sieht das denn da aus für euch? Also für mich, um da ein bisschen drüber zu sprechen, es scheint so, es ist klar, wovon wir uns erholen müssen. Das ist klar. Es gibt also viele Dinge, von denen wir uns erholen müssen. Wir müssen uns wieder genesen, wir müssen das wieder neu mit Leben füllen. Und eines der schnellen Dinge, die ich sagen wollte hier, ist, für viele von uns aus dem ökonomischen Süden, also gerade die indigenen Frauen und die Migranten, die weiblichen Migrantinnen, also die viele der Schmerzen auch erleben und dieser Konflikte und der Marginalisierung durch das Patriarchat und durch diese hegemonen Aktivitäten. Also, das ist eine Sache, ist nicht einfach nur, dass wir auf Praktiken zurückgehen, die vielleicht auch Patriarchie im Kern haben. Also für mich geht es darum, dass wir diese Stories hören, diese Narrative von Frauen,
die unter ihren Häusern beerdigt werden, wenn ihr Mann, also Leben beerdigt werden, wenn ihr Mann stirbt. Also darauf, diese Zeiten will ich nicht zurückgehen. Also Patriarchat, diese Kriegerkultur, all das ist noch da. Aber wir können also diese eigenen Storys hier wieder zerbrechen und dann wieder neu zusammenbauen. Was wir mitnehmen möchten, ist ganz wichtig, dass wir uns das überlegen. Und das befähigt uns, das ist Empowerment für uns, diese Arbeit. Und das kann erfasst werden in diesem Krach, so in diesen Hintergrundgeräuschen, die es heute gibt. Das ist schwerer. Und als Feministinnen aus dem globalen Süden, also wir sagen, dass die Arbeit, die wir gerade machen bei der Befreiung in all diesen Gebieten, da geht es um materielle und strukturelle Veränderung. Das ist im Endeffekt die gleiche Arbeit, aber dazu gehören verschiedene Komponenten. Und wir müssen drüber sprechen, über diese Körper, über die Körper, in denen wir uns selbst tragen, alles tragen und auch die Vorfahren und wo wir herkommen und wo wir hingehen. Ich habe eine 3-jährige Tochter, also ich habe mir das schon öfter überlegt, hier sie in 30 Jahren, sie mir mal vorzustellen und dass sie sagt, hey, was für eine Arbeit hast du gemacht? Und ich sage, wir müssen unsere Körper schützen, auch mit der sexuellen Reproduktion und den sexuellen Rechten. Wir müssen Bescheid wissen über die Sexualität. Wir brauchen Essen und Unterkunft und Hygiene, all diese Dinge, die einen materiellen Wert haben. Und wir sprechen über die, als ob sie abstrakte Sachen sind. Welche Gesellschaft wollen wir denn haben? Wo möchten wir leben? Was, wenn man sich das... Ein Wort, das wir oft nutzen, wie zum Beispiel sozialer Schutz, Social Protection. Was heißt das, sich gegenseitig zu schützen? Also es wird gesprochen über sogenannte Beloved Communities. Also wie manifestiert sich das, diese geliebten Gemeinschaften? Also viele Sachen passieren, unwürdige Sachen, Gewalt. Hier gibt es 2, 3 Frauen im Pazifik hier, die genderbasierte Gewalt erlebt haben. Wie sieht das aus, befreit zu werden davon? Wie können wir Macht und Wissen teilen und eine Gesellschaft und eine Welt aufbauen, die viel gerechter ist? Was ist mit Menschen mit Behinderungen? Es gibt so viele mehr NCDs, Non-Communicable Diseases, also. Und Leute, die zum Beispiel Extremitäten verloren haben. Wir haben noch nicht mal LGBTQI-Leute in unserer Statistik. Die werden unter den Teppich gekehrt. All diese Systeme, wie die Staaten, die wir aufgebaut haben. Die sind künstlich aufgebaut, Staaten. Und wir tun so, als ob die schon immer da waren und als ob die allen dienen. Aber das tun sie tatsächlich nicht. Also müssen wir darüber nachdenken, was als nächstes kommt. Was ist etwas Schönes und anderes? Und wie sieht Gerechtigkeit aus? Wie sieht Schönheit aus? Das möchte ich machen. Recovery, Genesung, Erholung von all dem, ist all das nicht nur Erholung von Covid-19. Das ist einfach nur die letzte Manifestierung von vielen anderen Sachen, die es vorher schon gab. Ich glaube, dass die Recovery wichtig ist und dass unsere Erholung hier basiert sein muss in Gerechtigkeit, in Gleichheit. Denn mit der Gesundheitskrise von Covid-19, das ist nicht nur eine Gesundheitskrise, aber auch, es gibt auch noch die Klimakrise. Und damit sind wir jetzt noch schlechter dran in Bezug auf die Ungleichheit, auch wenn es um die Immigranten geht und wenn es darum geht, wie viele Leute ihre Heimat verlassen mussten. Und viele verschiedene Dinge erleben mussten, die nicht gut sind, die niemand wollte. Ja, stimmt's? Natürlich. Und ich glaube, dass das selber wichtig ist, denn die Erholung selber dreht sich nicht nur um die Umwelt, um soziale Themen, um Ungleichheit, um Gender-Issues, um indigenes Wissen, wie meine Podiumsmitglieder hier schon gesagt haben. Ja, nein, es geht nicht nur um diese Dinge, es geht um noch viele weitere Dinge. Wenn es um die Politik geht, dann ist es nicht nur eine Erholung in der Politik durch die politische Partizipation der Jugend und der Kinder. Eine gerechte Erholung, Just Recovery, betrifft auch das Bürgertum, Staatsbürgertum und auch die Wirtschaft, stimmt's? Und natürlich, eine gerechte Erholung hat auch zu tun mit sich selber. Und dazu muss man noch hinzufügen, dass es auch die Umwelt betrifft. Während der Pandemie haben viele Leute gesagt, dass die Gesundheit der Umwelt sich verbessert hat. Aber das ist nur relativ verbessert, in Anführungszeichen, denn wir verschmutzen unsere Heimat immer mehr mit Tonnen und Abertonnen von Einwegplastik. Also aus diesem Grund muss ich sagen, dass eine Just Recovery, eine gerechte Erholung, also in alle Bereiche durchdringen muss. Und das ist, was zählt. Denn eine gerechte Erholung ist nicht einfach nur basiert in diesen Sachen, sondern auch in verschiedenen Themen, die damit zu tun haben, wie schon vorhin gesagt. Also nicht eine Sache nur, viele Dinge.
Das ist wie so ein Puzzle. Wenn da ein Stück fehlt, dann fällt das ganze Puzzle auseinander, stimmt's? Also, darum geht es bei dieser Just Recovery, bei der gerechten Erholung. Darum ist sie auch so wichtig, dass wir das gerecht, dass das gerecht passiert. Das habt ihr wichtige Punkte genannt, zu Sachen, rund um Sachen, gerade wenn es um indigene Menschen geht und Beziehungen zum Land und zur Wiederherstellung der Selbstregierung der indigenen Menschen und all diese Dinge. Da verheddern wir uns oft bei dieser Idee, dass es da um Sachen geht, die vor 500 Jahren da waren oder so, wo indigene Leute einfach statisch erscheinen, dass sie mal so waren und dass sie einfach dahin zurückkehren möchten, als ob wir nicht die letzten 500 Jahre auch durchlebt hätten der Kolonisation. Aber die Kolonisation, das ist die Wahrheit, hatte viele Implikationen für unsere Menschen. Es gab also Menschen in der ganzen Welt und Spezien der Welt. Evolution ist eine natürliche Komponente des Lebens auf diesem Planeten. Und unsere Kulturen sind auch nicht statisch. Wir evolvieren uns und wir verändern uns über die Zeit hinweg. Es ist wirklich kritisch zu verstehen, dass wir nicht hier etwas haben möchten, dass wir nicht zurückkehren möchten zu etwas, was mal war, sondern was wir möchten, ist die Implementation der Respekt und auch die Würdigung der Wertsysteme, die es Jahrtausende gab vor der Kolonisation, die sich darüber gestülpt hat und zu diesem großen Ungleichgewicht geführt hat. Durch die Arbeit, durch Just Climate Action, die Arbeit, die Organisation, die ich mitbegründet habe, da sprechen wir mit Communities über Klimawandel und Recovery. Erholung ist ein Teil des Ganzen. Und eine der greifbarsten Dinge hier, die da rausgekommen sind von diesen Gemeinschaften, ob das die nördlichen, die südlichen Communities sind, Dene, Lakota, was auch immer Community es sein mag, wenn wir runtergehen, wenn wir das runterbrechen auf das, was Klimawandel wirklich ist, was es bedeutet für unsere Gemeinschaften, dann ist der rote Faden, dass es im Ungleichgewicht ist, dass wir nicht im Gleichgewicht sind miteinander, dass wir nicht im Gleichgewicht stehen mit unseren Beziehungen, mit dem Land, dass wir im Ungleichgewicht sind, spirituell, mental, physisch und emotional. Und wenn wir nicht im Gleichgewicht sind, dann gibt es da auch eine Reaktion von der Mutter Erde, vom Planeten. Und Klimawandel, die Pandemien sind die Ergebnisse dieses Ungleichgewichtes, in dem wir uns befinden. Und dieses Ungleichgewicht hat zu tun mit der anderen Sache, diese greifbare, wunderschöne Sache, die da rauskommt aus diesem Engagement mit diesen Communities, ist, dass die gesagt haben, dass, wenn man die fragt, wann hat Klimawandel für euch begonnen, dann sitzen die Älteren da, die Senioren, und denken, ja, nun, Klimawandel hat angefangen, als der weiße Mann kam. Das fing an mit der Kolonisation. Das Klima unserer Kultur hat sich verändert. Dieses Ungleichgewicht begann am Anfang der Kolonisation. Die Kolonisation hat Klimawandel verursacht. Kolonisation des Landes, Kolonisation unserer Köpfe, unserer Wertsysteme, unserer Regierungssysteme, unserer Wirtschaften, unserer Gendersysteme, aller dieser Dinge, unserer Religion, unserer Spiritualität. Und wenn wir sprechen über Erholung von Covid, von der Klimakrise, erfordert ein neues Gleichgewicht von maskulin, feminin, non-binary, ein neues Gleichgewicht unserer Beziehung mit der natürlichen Welt. Das ist die kritische Komponente. Aber in der westlichen Ideologie und in der Struktur des Westens, da verheddert man sich in Datensätzen, wo die Diversität nicht nur der Menschheit, sondern auch der Spezien gar nicht wiedergespiegelt ist. Und dann steckt man fest, innerhalb dieser Welle der eurozentrischen westlichen Forschungsansammlung. Und dann bleibt man da stecken und ist dann also auf der Suche nach Lösungen innerhalb der Struktur. Und das hat aber die Herausforderungen. Und die indigene Kosmologie der Weltsysteme, all diese Ideologien, all diese Dinge, die Weltsysteme sind außerhalb dieses Scopes. Und die wurden noch immer schlecht geredet und entwertet und rausgedrängt aus diesen Systemen. Und wir möchten, dass diese wieder inkludiert werden, wieder mit einbezogen werden und genutzt werden als Grundlagensysteme, die man nutzen kann, um Harmonisierung wiederherzustellen, wie sie war vor der Kolonisation, und dass man sehen kann, wie diese Kulturen auch
evolviert sind. Ich möchte nicht zurückgehen zu diesen patriarchischen Wertsystemen, die es gab bei uns. Ich möchte aber diese Grundsätze, nämlich all my relations, all meine Beziehungen, das möchte ich einbringen, was es bedeutet, in einer Beziehung zu sein mit dem Land und mit allen Beziehungen. Das sind die Wertsysteme, über die wir sprechen. Wovon erholen wir uns denn? Und wohin erholen wir uns? In eine Zukunft, die nicht eingeschränkt ist auf westliche, eurozentrische Ideologie und Datensammlung, also Sammeln von Daten. Wir müssen uns die Zukunft vorstellen, in der alles und alle drin sind. Eines der Worte, das man hier, das du anbieten könntest für dein zukünftiges Selbst, ist, dass man also grundiert sein muss in der Welt, wie sie ist. Ja? Eine Sache, die ich wirklich mir erhoffe für uns, ist also eine Sache, über die ich oft spreche und auch nachdenke an verschiedenen Orten, ist also, dass wir versuchen müssen, weniger nachzudenken, drüber das Ganze schmackhaft zu machen. Wir haben immer diese Vorsicht bei der Art und Weise, wie wir sprechen, ob wir auch Input liefern. Und das hat zu tun mit dem, was Ariel gesagt hat. Wir leben im aktuellen Moment und der aktuelle Moment ist voller Gefahren. Die Korruption zum Beispiel und diese Ideen von Pluralismus und so weiter. Als Feministin sprechen wir immer, dass wir in multiplen Realitäten leben, dass wir hier sind, aber auch woanders sind. Und das mag ich wirklich sehr, das ist emanzipatorisch, das ist befreiende Idee, dass ich hier bin, ja, ich bin hier und ich arbeite in einem System, das wirklich manchmal dir auch ein bisschen Angst einjagt. Und das ist auch eine Zeit, wo ich vielleicht denke, dass eine Revolution, ein Revolutionsgeist auch sich verbreitet, der uns nach vorne drängt. Aber das ist einfach, weil wir so viel Schaden auch angerichtet haben. Ich habe gerade gestern getweetet, ich habe mir diesen Bericht der Commission on the Status of Women also angeschaut. Und hier, das sind 6 Jahre, eine ganz kleine Zeit, ein kleiner Zeitrahmen, aber eine substanzielle Zeit auch schon für die, die für die Revolution gearbeitet haben, also wir, die das machen, die Gerechtigkeit für alle Körper haben möchte, einschließlich Frauen und Mädchen und für das Ende der Gewalt eintreten. Und dann schaue ich mir das also an, diesen Bericht, und dann sage ich, hey, also es gibt gerade einen Philosoph, über den gesprochen wird. Wie machen das die Feministinnen? Wie machen wir diese Revolution? Denn gerade vor 120 Jahren nur war es ganz anders und heute sind wir hier. Heute können wir wählen und arbeiten an ganz vielen Problemen. Sind wir auch nur nah dran an dem, wo wir sein möchten? Natürlich nicht, aber wie unglaublich, dass diese Arbeit weitergeht. Und viel hat zu tun mit dieser Arbeit unter und oberhalb der Oberfläche. Mit vielen Menschen, die ganz anders sind wie wir, mit vielfältigen Menschen. Und wenn wir denken an, wenn wir über Taktik und Strategie sprechen und das dann alles in einen Korb reinstecken, einen Korb der Care, der Pflege, dieser Beloved Communities. Und viele Leute in der ganzen Welt machen diese wunderschöne Arbeit, bauen also etwas auf, was sowohl alt wie neu ist. Es ist ein Prozess des Werdens. Ich denke, ich werde lauter werden und mich weniger entschuldigen in diesem Jahr. Ich habe schon so angefangen, denn die Zeit ist knapp und es wurde schon tiefgehender Schaden verursacht. Ich denke an meine Tochter, an meine Nichte und an andere. Es gibt einen Dichter hier bei den Maori, eine Dichterin, und sie hat gesagt, sie möchte der liebste Drachen sein, den es gibt. Denn manchmal vergessen wir, dass auch eine Magie einen Zauber gibt. Also Mädchen sind auch wunderbar und liebend. Und wir müssen das also sehr machen, diese Care-Arbeit, diese pflegende Arbeit, diese Pflege müssen wir machen. Ich werde mich mehr ausruhen, aber auch gleichzeitig härter arbeiten. Das ist eine Sache, die ich versuche zu machen. Und die letzte Sache, die ich sagen werde, ich gebe der Patriarchie gar nichts. Das heißt, ich habe mich entschieden, also ich möchte keine Freunde, Bekannte schützen oder so, oder Peers oder so offizielle Führungspersönlichkeiten. Die sind total investiert im aktuellen System. Das ist sehr schwer für die, sich ein bisschen zu bewegen. Und in unserer Gemeinde, da gibt es viele von uns, die dann ein bisschen auf den Zehenspitzen drumherum laufen, ganz vorsichtig, dass man zivil versucht zu sein. Und ich denke, es geht nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern dass man sagt, hey, du hast eine Verantwortung für jeden lebenden Teil dieses Planeten. Und das heißt, dass du auch zur Rechenschaft gezogen werden kannst von uns allen. Wenn du also böse bist, dann sei böse, weil du nicht das machst, was du machst. Wir müssen all das tun, was wir machen können. Es
geht nicht darum, Ausreden aufzustellen für andere. Nein, wir müssen sagen, wir haben alle unsere Arbeit zu verrichten, um das zu verändern. Und dieser lebende Planet, der verlangt von uns, dass wir Teil des Ganzen sind, der Dinge, die das Leben aufbauen und die dem Leben helfen zu florieren und das nicht abzuschalten, runterzufahren, so wie wir das so gewöhnt sind. Das versuche ich also, das zu tun, so zu denken, für mich selber, für mich, für meine Tochter und für meine Communities. Die Handlungen, die ich ergreife, die alle von uns ergreifen, sind wichtig und fundamental in der Zukunft. Anders gesagt, was wir heute machen, wird uns alle morgen beeinflussen. Und das muss klar sein, das muss in Betracht gezogen werden. Wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir alle kollaborieren und einen Beitrag leisten, wenn wir alle ein kleines Sandkorn hinzufügen, alle mit unserem eigenen Aktivismus, mit unserer eigenen Leidenschaft, mit unserem eigenen, mit unserer eigenen Citizenship, mit dem, was wir machen, mit unserer eigenen Berufung, dann glaube ich, dass wir eine Zukunft haben, in der wir alle, und ich meine wirklich alle, und ich spreche nicht nur von Menschen, ich spreche von allen lebenden Dingen, lebenden Wesen, von allen Lebewesen, Tiere, Ökosysteme. Wir können alle in Frieden leben. Wir können alle in Frieden leben. Und es wird immer wieder darüber geredet, über den Frieden zwischen den Menschen, Frieden zwischen Ländern und Nationen, ja? Das große Kriege der Vergangenheit, wie wir sie gesehen haben, dass die vermieden werden. Aber darüber hinaus müssen wir auch gucken, dass wir Frieden schließen mit der Umwelt und mit anderen Lebewesen, die auch leiden aufgrund unserer Misshandlung von ihnen. Die Botschaft ist klar. Ich glaube, dass jede einzelne Handlung, die wir ergreifen, fundamental wichtig ist. Alles hat Konsequenzen. Das kann negativ sein oder positiv. Und ich hoffe, die Konsequenzen unserer Handlungen sind positiv. Ob es jetzt darum geht, uns anzupassen an den Klimawandel und die globale Erderwärmung, oder ob es darum geht, die Migrationsrate zu senken und das Wissen unserer Vorfahren zu nutzen, ein würdiges Leben zu führen. Ja, das ist es, den Bürgern Leben zu geben, stimmt's? Und all das ist fundamental. Das ist ein Teil von dem, was wir schon vorher besprochen haben, wenn es darum geht, dass es eine faire Erholung gibt. Also, ein würdiges Leben, a life of dignity, ein Leben der Würde. Das nicht vergessen, vergesst das nicht. Würde für alle. Das ist also die Botschaft, die ich heute euch mitgeben möchte, dass natürlich man mit seinen Träumen voranschreiten kann, mit seinen Projekten, mit dem, was man macht. Aber man darf nie vergessen, dass es unsere Handlungen sind, die einen Beitrag leisten für die Umwelt. Also macht weiter. Immer hartnäckig dranbleiben, mit Stärke und Hartnäckigkeit. Immer weitermachen, denn natürlich tun unsere Handlungen einen Beitrag leisten für die Umwelt. Vielen Dank. Gracias. Ich denke an die zukünftigen Generationen. Wenn wir diese Risiken jetzt eingehen, ist es das wahrscheinlich, was wir machen müssen, hätten schon lange machen müssen. Und ich denke in der Tat, dass wir eine Geschichte haben von Menschen, die das gemacht haben. Es ist wichtig, das anzuerkennen, dass es so viele vor uns gab, die diese Dinge gemacht haben, die das Fundament gelegt haben für uns. Ich komme aus einer Familie von Landschützern, von Landbehütern. Und meine Life-Story, also wie bin ich in diese Arbeit gekommen? Ich wurde da reingeboren. Also sie sagte, glaube ich, ich mache Medikamente, aber es ist eine Arbeit, es ist aber was Reelles. In dem Jahr, wo ich geboren wurde, wurden wir also gezwungen, unser Land zu verlassen mit Waffen, unter Waffengewalt, unter Androhung von Waffengewalt, wurden wir illegal vertrieben von unserem Land. Und durch ein paar wirklich schlimme, sehr Zwangsmaßnahmen also, hat man Zugang, in Anführungszeichen, zu unserem Land gesucht und wollte das nutzen für die Uranförderung. Und von dem Moment an und selbst davor haben meine Eltern da gelebt, haben das Land besetzt, um die Förderung von Uran hier zu vermeiden. Also in meinem ganzen Leben ging es schon darum, dass ich unsere Wissenssysteme, unsere Rechte nutzen. Ich komme von einer Gemeinschaft, die matriarchalisch drauf ist, wo die Frauen die entscheidenden Faktoren sind. Matriarchie. Also
Die Männer haben vielleicht die Führungsrolle, aber wenn du mit Männern redest, dann sagen die alle das Gleiche. Ich bin nicht der Entscheidungsträger, meine Frau und die Frauen in der Community machen die Entscheidung. Aber die Kolonisation hat diese Männer gestärkt. Und ich denke immer, was bedeutet das für die zukünftige Generation? Ich habe Kinder, meine Kinder sind älter, meine Tochter ist gerade 22 Jahre alt geworden gestern und mein Sohn ist 10 Jahre alt. Und wenn ich über diese Welt nachdenke, die wir zurücklassen für meine Kinder, für meine Tochter also, die studiert Bildung und hat noch einen zweiten Abschluss in indigenen Studien und mein Sohn, der ist 10, naja, der ist halt erst 10. Und die sind sich aber trotzdem schon bewusst, dass es diese Ungleichheiten gibt, dieses Ungleichgewicht überall. Nicht nur in der Atmosphäre, also mit der Verschmutzung oder mit der Pandemie, sondern diese White Supremacy, die Überlegenheit der weißen Rasse. Das sehen die, die verstehen das, das ist in ihrem Blickfeld, die verstehen das, wenn sie wo sie jetzt durch die Welt gehen. Das ist Teil unserer Kämpfe, die Dinge, die wir angehen müssen, um diese Ungleichgewichte auszugleichen, die es über Generationen schon gab, die sich entwickelt haben. Und sie erkennen auch, dass die Arbeit, die meine Eltern gemacht haben und meine Großeltern gemacht haben, und selbst meine Großeltern haben die Hudson Bay Company, diese Firma hier, also bekämpft, die da Tiere gefangen haben in unserem Territorium. Wir haben also eine starke Geschichte, dass wir kontinuierlich für das Land gesprochen haben, Fürsprecher waren für das Land. Meine Mutter hätte sich nie Feministin genannt, aber sie ist eine Feministin. Und ich denke, keine Frauen in meiner Familie würden sich so nennen, aber von der indigenen Perspektive her, vom Wertsystem her, sind das Feministinnen. Und ich bin Teil einer Kohorte von indigenen Feministen. Und es ist wichtig, dass wir sie einschließen in der Zukunft, die wir uns vorstellen, dass diese Dinge verwurzelt sind, dass wir uns fragen, wo haben wir diese Werte gelernt? Wo kommen die Werte her? Die Werte kommen vom Land. Sie kommen von der Stärke und der Schönheit, der Flusssysteme, der Tiere, der Pflanzen und der Medikamente. Und der Lehren über den Himmel und der Sterne und den Mond und die Sonne und die Luft und unsere Fähigkeit, in einer Beziehung zu stehen mit diesen Elementen, das ist eine wichtige, genauso kritisch, genauso wichtig wie die kognitive Fähigkeit, anzuerkennen und zu zeigen und strukturell zu bekämpfen, die Systeme, die nicht gut sind. Wie machen wir das simultan? Wie tun wir simultan unsere Beziehungen nähren, die Beziehung mit dem Land, während wir Fürsprecher sind für den Abbau dieser Strukturen, die zu dieser getrennten Verbindung geführt haben. Es ist wichtig, dass ich meinen Sohn da rausbringe, um zum Beispiel Frösche zu fangen oder Salamander anzuschauen oder jagen zu gehen oder fischen zu gehen oder Medikamente zu pflücken, Medizin zu pflücken. Das ist genauso wichtig, ihm das beizubringen, wie die Zerstörung des Patriarchats ihm beizubringen und die Dekolonisation zu befördern. Genauso wichtig. Das ist wichtig für die Zukunft, die wir zurücklassen. Für zukünftige Generationen. Es geht hier nicht um Macht über Männer, Macht über Kolonialsysteme oder koloniale Strukturen. Es geht um ein Rebalancing, ein neues Gleichgewicht finden. Das ist die kritische Lektion, die ich meinen Kindern immer beibringe. Es braucht eine Balance, es braucht ein Gleichgewicht. Wir haben zwei Ohren und einen Mund und dafür gibt es einen Grund, sodass wir doppelt so oft zuhören können, wie reden. Und das heißt, dem Land zuhören, unseren Beziehungen auch zuhören. Wow, dieses Gespräch selbst schon war wirklich gute Medizin. Und ich bin dankbar, dass ihr alle dabei wart. Und ich bin dankbar für eure Stories, eure Geschichten, eure Verbindung mit der natürlichen Welt, all diese Weisheit und diese Baskets of Care, also diese Körbe der Pflege, dass man sich kümmert, das kann man gar nicht schnell übersetzen, Baskets of Care. Aber vielen Dank, dass ihr das Gespräch mit mir geführt habt. Das ist einfach fantastisch. Vielen herzlichen Dank. Global Just Recovery.